Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wie ihr seht, fliegt ein Hubschrauber über Frankfurt. Ich denke, ihr hört das. Heute mal ein anderes Video. Liebe Leute, 1000 Abonnenten Spezial. Ich habe es ja schon angekündigt. War geil, ich hoffe, man hört es. Crime City. Es geht darum, zum 1000 Abonnenten Spezial habe ich mir vorgenommen, so ein bisschen meinen kulinarischen Werdegang zu beleuchten. Ein paar Leute haben mich gefragt, ja, Digga, wie ist das eigentlich geworden? Wie bist du zum Kochen gekommen? Wie kann es sein, dass du heute diesen Quatsch machst und so? Und dann habe ich mir gedacht, okay, erzähle ich mal, wo ich herkomme und wie das alles angefangen hat und vor allem, wann dieses, ja, wie soll ich denn sagen, dieses Essen-Ding mich gecatcht hat, ne? Weil da gibt es jetzt auch keinen familiären Hintergrund, sondern das sind, keine Ahnung, ich komme eigentlich aus einer Handwerker- und Handelsfamilie, aber aktuell würde ich euch ganz gerne mal mitnehmen und zeigen, wann habe ich Bock drauf bekommen zu essen, zu kochen. Nicht umsonst sieht man irgendwann so aus wie ich, ne, wenn man da nicht besonders viel Spaß dran hat. Und deswegen sind wir hier in Frankfurt, in der Nidderstraße. Ja? Timmy, zeig mal den Leuten, wie es hier so aussieht. Ja? Hier bin ich tatsächlich groß geworden. Ich habe nie hier gewohnt, aber ja, mein Großvater hat mich als kleines Kind schon immer mit hierher genommen. Der hat 3 Mädels zu Hause, meine Mutti und 2 Tanten. Und ich war der erstgeborene Enkel, ein Junge. Ich gehe mal davon aus, der hatte richtig Bock und volle Motivation dazu, endlich mal mit einem Jungen unterwegs zu sein. Ja, Opa war ein geiler Typ. Mein Vater hat wenig Zeit gehabt für so Geschichten. Der hat halt viel gearbeitet auch. Und ja, Opa war Leder- und Pelz-Großhändler letztendlich. Ne? Also Groß- und Einzelhandel gemacht, Leder, Pelze verkauft. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, ne? Weil, ja, ist nicht mehr so der angesehene Job. Ne? Aber man muss überlegen, so vor 40 Jahren war das noch Standard, Pelz zu tragen. Leder gibt es natürlich heute auch noch, aber da wusste niemand, was ein Veganer ist. Ne? Es ist ja letztendlich auch ganz gut, dass sich das geändert hat, Tiere zu killen für ihren Pelz. Ja, fragwürdige Geschichte, aber heute nicht Thema. Ja, auf jeden Fall ist hier Frankfurt-Nidderstraße, quasi das ist diese Straße hier bis ganz da vorne, ist der Hauptumschlagplatz gewesen in Deutschland, wenn nicht sogar Europa, was Pelze betrifft. Das ist heute noch so. Ich sag gerade hier oben, Timmy, guck mal, da ist noch ein Pelzhändler in dem Haus. Ja, ich kann mich also daran erinnern, der Hubschrauber ist wieder da. Ich kann mich also daran erinnern, dass hier damals alle Ladengeschäfte und so, da ist die Bundespolizei, alle Ladengeschäfte und so, die es hier rundherum gab, wo jetzt alle Schaufenster, Hotel und sowas drin ist, das waren Pelzgeschäfte. Ne? Da hingen Pelze draußen drin und hier wurde quasi dieser Pelz umgeschlagen. Ja, und jetzt fragt man sich, was hat das damit zu tun? Wie kommt man damit zur Kocherei? Ja, das ging schon mittags früh los hier. Ich bin mit dem Großvater hierher gefahren und wir haben uns darum gekümmert. Der hat seine Geschäfte hier gemacht, Pelze gehandelt. Und dann ist man oftmals mit so Geschäftspartnern dann auch zum Mittagessen gegangen. Ne? Und gerade hier hinten, Timmy, dreh dich mal um, da ist jetzt so eine Wand da hinten, ne? Da wo Nidderstraße steht, genau diese Wand da. Da war der Hintereingang zu einem China-Restaurant, das davor ist. Ich glaube, das Restaurant gibt es auch noch. Mittlerweile sicherlich andere Inhaber. Aber da ging das so los, dass ich gedacht habe, hey cool, es gibt noch was anderes außer der deutschen Küche. Und leider können wir da nicht reingehen, leider kann ich euch das nicht zeigen. Aber so hat das hier angefangen quasi. Meine ersten kulinarischen Erlebnisse hatte ich in Frankfurt. So ein paar Kleinigkeiten werden wir davon noch sehen irgendwie in Zukunft. Also ich wollte euch mal mitnehmen, bleibt dran, wenn ihr Spaß dran habt, zu erfahren, was da los war. Wir nehmen euch dann ein paar Orte mit. Es wird eine lange Serie, mal gucken. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt da dran, guckt es euch an, es geht weiter. So hat es früher eigentlich immer ausgesehen. Hier, so waren alle Geschäfte. Ne? Du hast quasi in den Schaufenstern so deine ja, Pelze, Auslagen gehabt. Das ist wenig Einzelhandel gewesen, da ist viel Großhandel passiert. Ja, so sah das aus. Guck mal hier, so eine Pelzmütze. Ne? Das ist hier so Stirnbänder und Pelzmützen. Man kann sich heute kaum noch vorstellen, dass die Leute damit rumgelaufen sind früher. Aber es ist tatsächlich immer noch gang und gäbe. Ne? Das Lederding hat ja wie gesagt noch Bestand, aber man sieht jetzt kaum irgendwie noch Leute, die mit Pelzstirnbändern durch die Gegend laufen. Ne? Ja, so sah das hier aus. Dann gehen wir noch mal ein Stückchen weiter ins Viertel, komm. Ja, ich hätte euch ganz gerne so ein bisschen fußläufig auch mitgenommen hier auf dem Weg durchs Viertel, durch mein Viertel am Ende auch. Aber es ist so, dass überall Maskenpflicht ist und am helllichsten Tag hier so filmen. Ja, die sind da nicht alle so richtig begeistert davon. Aber ja. Hier war es quasi der Standardweg. Hier hinten ist früher mal geparkt worden und so. Dann sind wir los und es gab halt verschiedene Kirschner-Werkstätten hier in Frankfurt. Kirschner ist der Homie, der Pelze schneidet, verarbeitet und da Jacken und Mäntel draus näht.
ja, deswegen schon immer früh zu Fuß hier auch unterwegs gewesen. Und natürlich auch ganz früh in Berührung gekommen mit dieser offenen Drogenszene hier. Hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich in meinem ganzen Leben nie irgendwas angefasst habe. Ja, wahrscheinlich habe ich irgendwie, keine Ahnung, in jungen Jahren mal einen gekifft oder sowas, ne? Alles mal ausprobiert und habe auch mal, jo, lauf mir vors Auto. Und habe auch mal, Alkohol getrunken und so. Ich trinke ja heute recht wenig bis gar nichts. Aber ich hatte nie irgendwie Bock gehabt, mich da wegzuballern, weil ich genau das, was wir halt hier so am Straßenrand sehen, da habe ich ziemlich früh Bekanntschaft mitgemacht. Und Opa hat immer zu mir gesagt, er hat es nicht abwertend gemeint, sondern er hat immer gesagt, das sind Kranke. Und so sehe ich das heute auch noch, ne? Die Junkies gehören halt zum Stadtbild dazu. Ich habe das früh gesehen. Es war gut, Abschreckung. Also Eltern, schnappt eure Kids, fahrt ins Bahnhofsviertel und sagt hier, da habt ihr keinen Bock drauf. Also so hat es bei mir auf jeden Fall funktioniert. Ja, und dann sind wir halt hier so rumgelaufen und so. Und es gab damals schon einige Restaurants, die man so mittags, sag ich mal, für ein Business-Meeting da besuchen konnte. Und durch diese multikulturelle Geschichte hier im Bahnhofsviertel, das war auch vor 40 Jahren schon so, hat man da ganz früh irgendwie auch dann so Berührung bekommen mit anderen Kulturen, was das Essen betrifft. Ne? Ich meine, ich bin ja vom Dorf und ich weiß nicht, also Oma und Opa, die haben, beziehungsweise mütterlicherseits, die haben dann tatsächlich auch so, die kamen aus dem Rheinland letztendlich so geprägt, was das Essen betrifft. Und die andere Seite, Oma, Opa, urhessische Küche, sag ich mal, ne? da war wenig Platz für ja, andere Einflüsse. Und deswegen habe ich das aufgesogen und habe da meine ersten kulinarischen Erinnerungen dran, wie hier im Bahnhofsviertel ja, fremde Restaurants, ausländische Restaurants besucht wurden und dass ich das halt schon hart gefeiert habe. Ne? Was auch immer er vorhatte. Wäsche! Ja, das ist tatsächlich so eine Sache, die es früher auch in der Niederstraße gab. Da gab es Rindswurst und Frankfurter Würstchen. Und so sieht es aus. Geil. Guck dir das an. Das ist der Shit. Ja, ein bisschen Senf für auf die Klamotten muss schon drin sein. Ist auch stressig, gell? Ja. Servierte gönnen die auch nicht, gell? Ja. Ich sag's dir, die Dinger sind der Hit. Ja? Immer schon gehört, aber noch nie selber da gehabt. Echt nicht. Mhm. Frankfurter Rindswurst, sehr, sehr geil. Die machen ja die Haut ab. Kriegst du normalerweise auch noch eine Gurke dazu, kannst du dir bestellen. Ne? Und dann halt Frankfurter Würstchen und diese Frankfurter Rindswurst. Ist geil. Ja. Und diese Würste begleiten mich schon immer. Hm? Ah, ein bisschen Senf, komm. Scheiße, geht doch nicht auf, Alter. Immer dasselbe mit denen. Immer so nass und so. Schönen Gruß an Kühne. Immer struggle mit euren Beuteln. Das geht echt nicht, gell? Ist deiner besser? Ich habe aber Ketchup. Ach. Sehr stübel. Scheiß drauf. Ketchup ist besser. Ach, ich was? Eine Verpackung her, ist ja besser. Ja? Ist nicht aufzukriegen, das Ding. Entweder habe ich es gleich komplett auf dem Auto, auf den Klamotten. Nee, geht super auf, das. Tschüss.
Yeah, da sind wir schon. Itzstein-Wörsdorf. Restaurant Gut Henriettenthal. Ja, auch hier können wir leider nicht rein. Das ist ein Golfplatz-Restaurant. Und ich sag mal so, das war tatsächlich meine allererste, ja, meine Praktikumsstelle. Ne? Ich bin ja damals ganz glorreich von der Gesamtschule, ja, ohne Abschluss weggegangen, weil ich irgendwie keinen Bock hatte. Hatte irgendwie bessere Sachen zu tun, als für die Schule zu lernen und so. Und ja, dann musste ich halt nochmal so ein berufsvorbereitendes Jahr machen. Und da gab es halt die Option, Ernährung und Hauswirtschaft oder irgendwas Handwerkliches. Und Handwerk war jetzt überhaupt nicht mein Ding gewesen. Ja, und da bin ich da reingerutscht und musste halt ein Jahrespraktikum machen. Ne? Und glücklicherweise hat man damals hier gesagt, okay, den Wilden, den schnappen wir. Und dann musste ich immer mittwochs hier zum Praktikumstag hin. Es gab so einen festen Praktikumstag immer. Es war ziemlich geil. Damals der Küchenchef hier war der Bernd Blesche. Auch noch ein Bernd. Also Bernd, wenn du das eventuell siehst, vielen Dank. Der hat mir die Weichen gestellt in Richtung, ja, in Richtung Küche, klar. Ich habe irgendwie dann auch keinen Bock mehr gehabt, in diese Berufsschule zu gehen da, sondern bin irgendwie immer nur noch hier rumgeeiert. Habe dann irgendwie auch jedes Wochenende hier mitgeholfen und so und habe halt gemerkt, okay, das ist genau mein Ding. Ne? Und die haben mir dann auch schon die Skills beigebracht hier, weißt du, so, haben mich quasi auf die Ausbildung vorbereitet. Ne? Ich habe schneiden gelernt und ich habe so verschiedene kleine, ja, Kniffe und Tricks gelernt, die dich natürlich als Lehrling nachher dann interessanter machen, ne? Weil die Situation ist ja nicht wie heute gewesen. Ne? Vor 25 Jahren haben sich auf einen Ausbildungsplatz haben sich irgendwie 30, 40 Leute beworben. Ne? Das ist ja heute, hast du Glück, wenn du einen erwischst. Ja, Golfplatz, Restaurant Gut Henriettenthal. Hier war das. Ich wäre gern mit euch reingegangen, aber ja, ihr wisst, Corona hat keinen Bock auf uns. Aber cool, ich werde auf jeden Fall irgendwie auch noch mal so ein paar Gerichte kochen, die mir so in Erinnerung geblieben sind, weißt du, aus der Kindheit, aus der Jugend, dann Sachen, die man mir hier beigebracht hat und so, das machen wir auf jeden Fall. Machen ein paar geile Rezeptvideos dazu. Jo, waren wir hier? Komm, fahren wir zurück ins Areal. Zurück im Areal 82. Ey, war eigentlich ein ganz schöner Ausflug. So, war auch cool, jetzt wieder die Orte mal so zu sehen und so, da mal wieder hinzufahren. War jetzt auch schon ewig nicht mehr auf diesem Golfplatz und ja, Lockdown bedingt jetzt auch nicht mehr so oft in Frankfurt. Eigentlich schon öfter mal zum Fußball und so, klar. Aber hat Spaß gemacht und vor allem das Rindswürstchen von Grevölsing, super geil. Hab mir auch direkt noch überlegt, wie es für euch auch noch ein bisschen cooler wird, weil wir ja im Moment nirgendwo rein können. Ne? So, ich habe gedacht, okay, ich gehe mit euch an die Orte, wo ich gegessen habe, so, die mich irgendwie geprägt haben und so. Und das geht ja leider Gottes alles nicht, aber ich werde ein paar Rezepte, so sag ich mal, aus der Jugend, aus der Kindheit, werde ich nachkochen und da machen wir Rezeptvideos dazu. Finde ich eigentlich eine geile Sache. Also ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Schreibt mal unten drunter, ansonsten lasst es bleiben, ne? Weil da werden auch einfache Sachen dabei sein. Ich habe auch schon mit meiner Mutter gesprochen, vielleicht mache ich mit meiner Mutter mal zusammen ein Video. Ansonsten mit den Omas geht es leider nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall noch so den Geschmack und das eine oder andere Rezept, das habe ich noch auf der Zunge. Ja, da machen wir was nach. Ich würde auch heute noch mal starten damit. Ich habe nämlich vorhin noch was mitgebracht hier von dem Wurstladen Grevölsing in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße. Und zwar sind das die geilen Original Frankfurter Würstchen. Die Dinger gab es bei meiner Oma immer im Kühlschrank. Ne? Also ich bin nicht umsonst das geworden, was ich heute bin. Wurst hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Ich liebe die Teile. Frankfurter Würstchen, Ursprung geschützt wie Parmesankäse. Ne? Also Frankfurter Kulturgut. Ne? Jetzt überlege ich mir natürlich, was machen wir damit? Und dann habe ich mir gedacht, ey, der Kartoffelsalat von meiner Oma. Der war oder ist legendär. Der hat so einen rheinländischen Einfluss. Den machen wir gemeinsam. Nicht mehr in dem Video, aber im nächsten Video mache ich einfach Kartoffelsalat und Würstchen wie von meiner Oma. Ich hoffe, ihr habt Bock. Guckt es euch an. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Die Serie, der kulinarische Werdegang des kleinen dicken Bernd, der wird weitergehen. Wir besuchen auf jeden Fall noch ein paar interessante Orte. Im nächsten Vlog gibt es dann quasi auch meine Ausbildungsstelle, wo ich in Wiesbaden Koch gelernt. Da fahren wir hin. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Vielleicht können wir sogar rein, ich kann es nicht versprechen, aber so ein bisschen drumherum wird es auf jeden Fall gehen. Ich erzähle ein paar Geschichten dazu und alles geil. Ja, dann machen wir jetzt hier Feierabend für dieses Mal und ich gehe Kartoffelsalat kochen. Dann vielen Dank fürs Zugucken. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Daumen nach oben, schreibt mir einen netten Kommentar. Vielen Dank fürs Zugucken. Ciao.